Ja, ich vertrete ja heute hier das Schulministerium und ich darf erstmal allen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr herzlich zum heutigen Lehrertag gratulieren. Ich finde, das ist eine wunderbare Gelegenheit, Danke zu sagen für all die wichtige Arbeit, die unsere Lehrkräfte in den Schulen leisten. Und hier ist es natürlich nochmal besonders so, dass wir allen türkeistämmigen und türkischen Lehrkräften sehr herzlich danken, die dazu beitragen, dass insbesondere auch die türkeistämmigen Schülerinnen und Schüler hier Bildungserfolge feiern, weil sie ein Teil von Nordrhein-Westfalen sind und ein Teil unserer Gegenwart und Zukunft sind. Und deshalb bin ich heute hier gerne für das Schulministerium dabei. Wir sind insbesondere daran interessiert, auch den herkunftssprachlichen Unterricht. Und viele der Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind, unterrichten Türkisch als herkunftssprachlichen Unterricht weiterzuentwickeln, um auch die Mehrsprachigkeit und die Potenziale, die damit verbunden sind, nutzbar zu machen für die Bildungserfolge unserer türkeistämmigen Schülerinnen und Schüler. Deshalb nochmal sehr, sehr herzlichen Glückwunsch heute allen Kolleginnen und Kollegen zu diesem besonderen Tag. Und ich bin froh und freue mich, dass ich dabei sein darf. Mustafa Kemal Atatürk ist natürlich der Republikgründer gewesen, der Bildung in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat und der natürlich einen wahnsinnigen Schub an Bildung für die Türkei gebracht hat. Wenn man allein sieht, welche Erfolge in den letzten knapp 100 Jahren dadurch gefeiert werden konnten, dass so viele Leute an Bildung teilhaben konnten, das ist natürlich etwas Einzigartiges in der türkischen und möglicherweise auch in der europäischen Geschichte gewesen. Und dass er genau wusste, was Lehrerinnen und Lehrer für einen Beitrag dazu leisten. Das sieht man ja dadurch, dass er diesen Tag ins Leben gerufen hat und dass er 90 Jahre später immer noch gefeiert wird oder über 90 Jahre später immer noch gefeiert wird, zeigt ja, wie wichtig es ist. Unterricht, was ja fast ein Synonym zu Mehrsprachlichkeit ist, in das Schulangebot mit aufnehmen. Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert da hier die Ausbildung von Lehrkräften und mehrere Wochenstunden Unterricht wird angeboten. Ungefähr 20 Sprachen bieten wir in unseren Schulen im Herkunftssprachunterricht an. Ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft auch noch mehr werden. Und im Werkzeugkasten der Integration ist der herkunftssprachliche Unterricht ein großes und wichtiges Instrument. Und aus meiner Sicht darf das auch nicht isoliert betrachtet werden. Bei mir entsteht manchmal auch der Eindruck, dass in den anderen, den dominanten Fächern des Schulbetriebs nach wie vor viel Unwissen über den Umgang mit mehrsprachigen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern herrscht. Und da sind Sie gerade mit Ihrem Einsatz die wichtige Brücke auch in Schulen und Lehrerzimmern. Und Ihre wertvolle Arbeit ist nicht nur hier im Verein sehr, sehr sichtbar, sondern eben auch in unseren Schulen in Nordrhein-Westfalen, wofür ich mich herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Ohne Sie und Ihren Einsatz gelingt uns das überhaupt nicht, was wir uns vorgenommen haben in puncto Mehrsprachigkeit. Und da möchte ich Ihnen ganz persönlich hier im Namen der Landesregierung danken, aber ich persönlich auch als Staatssekretärin für Integration. Denn Integration gelingt eben nur im Miteinander und, ganz wichtig, Integration gelingt nur in Wertschätzung, mit Wertschätzung. Wenn ich meinem Gegenüber vermittle, dass das, was er aus seiner Heimat mitgebracht hat, und das ist eben auch die Sprache, nichts wert ist, dass er das alles vergessen muss, seine Sprache, seine Kultur, seinen Bezug zu der Heimat,
dann kann Integration nicht funktionieren, weil ich von diesem Menschen nicht erwarten kann, dass er alles aufgibt, nur um hier leben zu können. Das muss beides Hand in Hand gehen und das geht nur mit Wertschätzung. Und die Muttersprache, die Herkunftssprache wertzuschätzen, gehört eben ganz klar dazu. Anlass des türkischen Lehrertages haben wir heute, also am 24. November, in Essen Lehrertag gefeiert. Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland herkunftssprachlichen Unterricht, muttersprachlichen Unterricht. Vor 50 Jahren hat hier in Essen angefangen. Ich glaube, das ist eine so symbolisch auch richtig, dass wir auch wieder hier 50. Jahrestag haben wir hier gefeiert haben. Wir hatten ganz wichtige Gäste heute Abend von Integrations- und Familienministerium. Staatssekretärin Serap Güler war unter uns heute und von Schulministerium Ministerialrätin Frau Blasbeck-Benze, Generalkonsul von Essen Herr Cebeci, Generalkonsul von Münster Ahmet Davas, Konsulin aus Düsseldorf, Fatma Taşan Cebeci, diverse NGO-Vertreter waren auch hier bei uns, aber auch Nachwuchslehrer waren, also nicht nur alte Generation Lehrer, die Lehramt studieren, Türkisch, und die waren auch unter uns. Ich glaube, die haben sich auch durch diese Veranstaltung etwas mutiger gefühlt. Man hat das Gefühl, dass sie sich allein fühlen. Heute haben wir das geschafft. Also ich bin ganz zufrieden.